Hallo und schönen guten Tag. Heute soll es mal wieder um ein Klappmesser von Back gehen. Ich habe hier mal zwei Vergleichsmodelle hingelegt. Einmal das 110 FG und einmal das Ranger 112, die 50 Jahre Edition. Und ich habe mir jetzt wieder eins gekauft. Da musste ich etwas warten, weil diese kleinen Messer sind immer ausverkauft. Und zwar ist es hier drin, die Modellnummer, ich weiß nicht, ob man sie lesen kann. Ich will es mal hoffen, das Licht ist nicht besonders gut. Ebony-Griffschalen. Und es ist auch ein Klassiker von Back. Das wollen wir jetzt mal auspacken. Und hier ist nun das gute Stück. Es ist das Back 55. Die konsequente Verkleinerung des Back 110. Man sieht es hier, es ist das kleinste aus dieser Serie, aber nichtsdestotrotz ein sauber verarbeitetes kleines Messer mit der Clip-Point-Klinge, dem Hohlschliff, dem 420 HC-Stahl, den Messing-Bolstern, die aus dem Vollen gefräst sind. Sehr sauber verarbeitet. Da sieht man hier also gar nichts. Die Klinge ist gehärtet auf 58 HRC. Ich habe jetzt einige Zeit drauf warten müssen, weil es ständig ausverkauft ist. Und wenn sowas im Angebot ist bei einem Händler, muss man sofort zuschlagen. Sonst sind die wieder alle weg. Es ist ein klassisches Taschenmesser, wie die beiden anderen hier auch, mit Backlock-Verriegelung, der sehr sauber arbeitet. Die Klinge steht absolut mittig, hat kein Klingenspiel links, rechts oder oben, unten. Der einzige Wermutstropfen, den ich beim Auspacken gesehen habe, war die recht grob angeschliffene Schneide. Aber das wird sich ändern, die werde ich abziehen und dann wird das auch super funktionieren. Ich werde kurz mal einen Schnitttest machen, wenn es denn möglich ist. Habe ich kein Papier da. Teufel nochmal. Den Schnitttest werde ich nachliefern oder ich hole mal kurz ein Stückchen Papier. So, hier bin ich wieder. Schlechte Vorbereitung. Vorbereitung ist alles. Also das Messer schneidet schon. Es ist natürlich, das ist jetzt hier ein dicker Karton, aber es geht da doch recht sauber durch. Jo, das ist meine neueste Erwerbung von Back, das 055. Ein kleiner Schneidteufel. An der Schneidphase müssten Sie dann noch etwas arbeiten, aber das kriege ich so auch hin. Hier sind sie nun mal aufgeklappt. Sieht recht nett aus. Ich mache mal, die Klinge hat 6 cm. Ich mache mal hier von Kershaw ein Vergleichsmodell dazu. Das hat ungefähr dieselbe Größe. Auch ein Topmesser, auch kein Klingenspiel. Wunderbar. Der Vorteil bei diesem hier ist eben, dass die Nieten hier nachzunieten sind. Sollte mal ein Klingenspiel auftreten. Auch ein sehr schönes und sauber verarbeitetes Messer. Habe ich schon einige Jahre. Wird, glaube ich, gar nicht mehr gebaut. Jo, das war mal die kurze Vorstellung des 055 von Back, ein kleiner Schneidteufel, der das Richtige für die Anzugstasche ist. Jo Leute, vielen Dank fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.